die Leser der Sächsischen Zeitung sein Unrecht werden Impfschäden jetzt überbetont. Was schreiben Sie denn? Wenn die SZ über Impfschäden bei Corona berichtet, diese aber nur 0,2% der Geimpften betreffen, ohne darauf hinzuweisen, dass der Nutzen bei über 99% viel größer ist, dann empfinden das Leser als gezielte Falschmeldung. Nur die 0,2% Impfschäden können Sie ganz locker mal 10 nehmen. Dunkelziffer. Aber der Nutzen. Was für Nutzen? Hier der Schutz vor Infektion, Schutz vor schweren Verläufen. Na, damit war ich nicht weit, Haar. Aber die haben doch immer wieder vom großen Nutzen. Ach, du meinst den finanziellen Nutzen. Na, da ist natürlich ganz gewaltig. Selbst Lauterbach sprach von exorbitanten Gewinnen. Ansonsten bemühen wir wieder mal die Sächsische Zeitung, 5.6. August. Long-Covid hat mich mittellos gemacht. Long-Covid, siehste, nette Impfung. Moment, lesen wir mal weiter. Dreimal Corona, trotz Impfung. Ich würde sagen, Wagenimpfung. Ich finde die Formulierung im Leserbrief interessant. Wenn die SZ über Impfschäden berichtet, ohne auf den Nutzen hinzuweisen, dann empfindet das der Leser als gezielte Falschmeldung. Was ist denn daran nur schon wieder interessant? Der Mann verlangt betreutes Denken. Wenn die Zeitung über eine wahre Tatsache berichtet, empfindet er das als gezielte Falschmeldung, wenn nicht gleichzeitig Propaganda gemacht wird. Auweia, dann ist die heutige Zeitung ja voller gezielter Falschmeldungen. Wieso denn das? Ärzte fürchten neue Welle von RS-Viren bei Kindern in Sachsen. Das ist doch bloß das übliche Panikprogramm. Verweigen hier. Das Immunsystem der Kinder hat sich noch nicht normalisiert durch die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie, ohne gleichzeitig zu schreiben, was die Kontaktbeschränkungen für großen Nutzen gebracht haben. Millionen Leben haben sie gerettet. Gerettet vor Lebensfreude, gerettet vor Schulbildung. Na, horscht, kein Zynismus. Ich weiß, wir wären alle tot, wenn die Kontakte der Kinder nicht reduziert worden wären. Dabei hatte man schon im Sommer 2020 festgestellt, dass sich Kinder kaum anstecken. Hier. Sächsische Zeitung, 17. Juli 2020. Dieses Virus hat kaum jemanden erwischt. Sachsens große Corona-Studie an Schulen bringt überraschende Daten. Ach, lass mal das. Das ist doch bloß eine Lesermeinung. Wenn es den Leser überhaupt gibt. Vielleicht hat sich die Zeitung den samt Leserbrief bloß ausgedacht, um ihn schön beantworten zu können. Das würden unsere Medien nie machen. Die Medien, die schreiben jetzt Warnhinweise vor alten Beiträgen von Otto und Harald Schmidt in ihrer Mediathek. WDR, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung. Oh Gott, wie weit soll denn das noch gehen? Naja, alle Personen, die älter als 50 sind, die müssen einen Warnhinweis an ihren Klamotten tragen. Die Person wird als Bestandteil der Geschichte in ursprünglicher Form gezeigt. Sie kann diskriminierende Sprache und Haltung haben. Ach, hör doch auf, blöde Witze. Es gibt was Neues vom Putschistenprozess. Oh, die vereinten Patrioten, die mit der Terroroma. Ja, die wurde beobachtet, wie sie nachts im Schein einer Taschenlampe durch den Garten kroch und Zauberkräuter suchte, um Lauterbach in einer Talkshow vor laufender Kamera zu verhexen. Tja, dann hätte er vielleicht gar nicht mehr richtig sprechen, sondern nur noch stottern und stammeln gekonnt. Waffen haben sie sich besorgt.
Der Angeklagte Bürgmann sagt dazu, der einzig geplante Waffenkauf sei nur aus der Initiative eines verdeckten Ermittlers erwachsen. Das hätte noch nimmer die Stasi drauf gehabt. Ach du grüne Neune, hier noch was. Ötzi hatte eine dunkle Hautfarbe. Der war farbig. Das haben Leipziger Forscher rausgefunden. Und einen Regenbogen vorne hat er auch dabei gehabt. In diesem Sinne, tschüss.